Künstliche Intelligenzen sind überall. Du hast dich ja auch schon überlegt, wie du KI effektiv in deinem Arbeitsalltag benutzt, bist dir aber nicht ganz sicher wie oder die Ergebnisse waren einfach nicht zufriedenstellend. Auch KI nutzen muss gelernt sein und dafür bin ich da. Ich zeige dir heute, wie du KI effektiv benutzt, wie sie überhaupt funktioniert und welche Gefahren es dabei gibt. Um zu verstehen, wie wir KI effektiv benutzen, sollten wir erstmal verstehen, wie sie denn überhaupt funktioniert. Und wenn sie dann irgendwann ein Bewusstsein entwickeln und die Menschheit unterjochen, bleiben wir vielleicht verschont. Zuerst sollten wir verstehen, dass KI nichts Neues ist. Egal ob autonomes Fahren, der smarte Staubsauger oder Feinde in Videospielen, sie alle nutzen KI. Zwar verschiedene Arten der KI, aber immer noch klare künstliche Intelligenzen. KIs werden in verschiedene Typen kategorisiert, je nach Kapazitäten und Funktionalitäten. Für uns aber die wichtigsten, um das Konzept KI zu verstehen, sind die folgenden vier. Schwache KI wird als Weak oder Narrow AI bezeichnet. Diese KI-Systeme sind spezialisiert auf eine bestimmte Aufgabe und können diese auch äußerst effizient ausführen, sind aber aufgeschmissen, wenn man ihnen andere Aufgabenbereiche überlässt. Beispiele hierfür sind Chatbots, autonomes Fahren oder auch sowas wie der YouTube-Algorithmus, der dieses Video hoffentlich ausspielt, weil du diese Art von Inhalt magst und auf Abo drückst. Starke KI. KIs, die eine kognitive Fähigkeit besitzen, die sich mit Menschen vergleichen lässt. Sie kann abstrakt denken und ist in der Lage, den berühmten Turing-Test zu bestehen. Es gibt hierfür keine Beispiele, da starke KIs bis dato noch nicht wirklich existieren und ein Schwerpunkt der Forschung sind. Künstliche neuronale Netze basieren auf einem Modell, das von der Funktionsweise des Hirns inspiriert ist. In aller Kürze sei nur gesagt, dass hier quasi in Knotenpunkten und Schichten gedacht wird. Eine Eingabeschicht, die die Eingabedaten empfängt, dann eine Menge an versteckten Schichten, die aus verbundenen Knoten besteht und so die Daten korrekt verarbeitet und letztlich eine Ausgabeschicht. Jeder Knoten in diesen Schichten empfängt Eingabe, verarbeitet diese und gibt dann ein Resultat weiter. Maschinelles Learning, das sind KIs, denen es möglich ist, aus Erfahrungen und Daten zu lernen, damit sie Muster erkennen und so sogar Vorhersagen und Entscheidungen treffen, die nie explizit programmiert wurden. Was ChatGPT so in den Vordergrund rückt, ist der einfache, fast menschliche Austausch mit der KI. ChatGPT ist eine schwache KI, die maschinelles Lernen und tiefe neuronale Netze nutzt, um Sprache zu verstehen, Kontext zu berücksichtigen und dir dann relevante Antworten zu liefern. ChatGPT ist ein LLM, ein Large Language Model. Dank dem maschinellen Lernen wird das Tool mit einer riesigen Menge an Daten trainiert und ist so in der Lage, auf eine sehr menschliche Art und Weise zu antworten. Die Daten, mit denen ChatGPT trainiert wurde, enthalten Blogs, Social Media und allerlei Foren bis 2021. Ergebnisse nach 2021 kennt die KI nicht. Diese ausschweifende Erklärung ist deshalb so wichtig, denn jetzt können wir ChatGPT möglichst effizient benutzen. Wir wollen die KI von ChatGPT oder Bing Chat oder dem Image Creator und Co. so nutzen, dass die Ergebnisse möglichst präzise unsere Anforderungen erfüllen und dem System Kontext, Informationen und Prozesse hinzufügen. Lass uns also weitergehen zu wie nutze ich KI möglichst effizient. Der erste Schritt, um KI effektiv zu benutzen, besteht darin zu verstehen, wie sie überhaupt funktioniert. Mit unserer kleinen Einführung haben wir das hoffentlich ein wenig erreicht. Als nächsten Schritt wollen wir auch das korrekte KI-Tool auswählen. Wir haben jetzt die ganze Zeit von ChatGPT gesprochen, aber das wird dir schlecht weiterhelfen, wenn du ein Bild kreieren willst. Aufgrund der Definition von schwacher KI wissen wir, dass diese Tools nur innerhalb eines Aufgabenfelds besonders gut sind und außerhalb nicht unterstützen können. Neue Tools tauchen fast täglich auf und alle haben ihren jeweiligen Schwerpunkt und sind unterschiedlich zu nutzen. Für Bilder kannst du beispielsweise den Bing Image Creator nutzen, da hat Andy auch ein Video dazu gemacht. Die effektive Nutzung der KI wird sich zwangsläufig also auf das gewählte Tool beziehen, aber es gibt ein paar Tipps, die ihr auf allgemeiner Ebene anwenden wollt. Wie schon erwähnt, braucht unsere KI möglichst viele Informationen, Kontext und dann idealerweise einen optimierbaren Prozess. Eine Text-zu-Bild-KI braucht beispielsweise die Informationen, was für eine Art Bild ihr überhaupt erstellen wollt. Aber nur eine Aussage Mann mit Hut führt vielleicht nicht zu den Ergebnissen, die ihr haben wollt. Die KI braucht mehr Informationen. Das funktioniert über das sogenannte Weighing, also Gewichten. Das kann je nach Tool mit festen Befehlen geschehen, zum Beispiel durch Zahlen oder einfach sprachlich. Mann mit sehr elegantem Hut, fokussiere dich insbesondere auf den Hut. Umso präziser die Info, umso genauer die Ergebnisse. Bei einem Sprachtool wie ChatGPT sind schon haufenweise Informationen vorhanden. Wir wollen zur effektiven Nutzung passenden Kontext liefern. Als LLM ist ChatGPT besonders geeignet für textliche Aufgaben.
Recherche, Korrekturlesen, Inhalte aufbereiten, SEO und auch Coding. Und gerade im Kontext solltet ihr so konkret wie möglich werden, da das nachher unsere Prozesse erleichtert. Nehmen wir als Beispiel unseren YouTube-Kanal und setzen den Kontext für die KI fest. Ich erzähle ChatGPT, was die Expert Zone ist, welche Art von Videos wir machen und damit natürlich viele Personen erreichen möchten. Damit die KI auch versteht, was ich ihr als Aufgabe stellen möchte, definiere ich diese auf den ersten Schritt so ausführlich wie möglich, aber lass die KI erstmal bestätigen, dass sie die Aufgabe auch verstanden hat. ChatGPT gibt dir dann aus, was es als Aufgabe verstanden hat und du kannst gegebenenfalls korrigieren. Eine andere Möglichkeit, Kontext zu bieten, ist in einem Schüler-Lehrer-Modell. Ihr sagt der KI beispielsweise, ihr seid neu in einem beliebigen Feld und ChatGPT soll die Rolle des Seniors, Lehrers, Trainers übernehmen. Auf diese Weise kann sich die KI selbstständig die nötigen Informationen für diesen Kontext beschaffen. Was letztlich besser funktioniert, hängt von eurem Szenario ab, also testet einfach gerne rum. Jetzt, wo der Kontext etabliert ist, können wir Prozesse definieren, die uns langfristig die Arbeit erleichtern. Wir definieren einfach ganz klar, was wir uns wünschen. Beispielsweise die Anpassung für die Beschreibung und wie wir in Zukunft die KI füttern werden. Anschließend können wir die KI nur noch zum Ausspucken der benötigten Informationen benutzen. Diesen Prozess können wir im Laufe der Zeit durch zusätzliche Anforderungen optimieren. Die Szenarien sind aber euch überlassen. Ein anderes Beispiel wäre, die KI Dinge vereinfachen zu lassen oder auch Fehler zu lesen, Code zu optimieren, nötiges Zusatzwissen anschaffen und so weiter. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Je nach Tool ist der wohl wichtigste Schritt allerdings, dass ihr immer up to date bleiben müsst. Das Feld der KI-Services ist gerade am explodieren. Neue Tools und Plugins öffnen neue Möglichkeiten. Microsoft baut KI in Teams und Co. ein. Es gibt täglich was Neues und ihr werdet einfach regelmäßig am Ball bleiben müssen. Zum Glück gibt es unseren Kanal. Wenn ihr also auf Abo drückt, dann kann ich euch versprechen, dass ihr zumindest auf der Microsoft-Seite immer up to date seid. Kommen wir jetzt aber noch abschließend zu den Gefahren, die KI-Tools mit sich bringen. Natürlich kommen mit dem Umgang mit der KI auch ein paar Stolpersteine auf, die wir beachten sollten. Abgesehen vom Ende der Menschheit durch unsere KI-Overlords, lasst uns über ein paar Probleme reden, die euch gerade bei den bereits erwähnten Szenarien Schwierigkeiten bereiten könnten. Wer vorher zugehört hat, wird das vielleicht schon bemerkt haben, was das erste Problem sein könnte. Eine KI wie ChatGPT wurde mit Daten aus dem Internet trainiert und wie wir alle wissen, ist das Internet voller netter Menschen, die immer nur die Wahrheit erzählen. Was ich damit sagen will, es gibt gerade bei diesen LLMs noch keinen Anspruch auf Richtigkeit. Bei der Menge an Daten ist es auch so gut wie unmöglich, diese auf Richtigkeit zu überprüfen. Ihr solltet also sowas wie ChatGPT beispielsweise nicht für medizinische Ratschläge nutzen oder in eurer Masterarbeit nutzen. Apropos, wer auf die Idee gekommen ist, eine KI für akademische Leistungen zu nutzen, ihr seid nicht die Ersten, die diese Idee hatten. Und ja, Plagiatstool erkennt KIs ziemlich schnell. Wie einfach Fehlinformationen sich verteilen, durften wir in den letzten Jahren gerade wegen der verschiedenen Social-Media-Algorithmen erleben. Deshalb ist es umso wichtiger, gleich jetzt zu Beginn der KI-Revolution einen bewussten Umgang mit diesem Tool zu pflegen. Ein Umstand, der noch stärker zu bemerken ist an Text-to-Speech. KIs, die es ermöglichen, sogar authentische Stimmbilder echter Menschen zu erzeugen, die sogar mit Mimik und Gestik übertragen werden können. Aufpassen beim Konsum digitaler Inhalte, Leute. Natürlich bleibt noch offen, inwiefern KIs und ähnliche Technologien langfristig verwendet werden und so vielleicht auch eure Daten offenlegen. Es ist kein Geheimnis, dass unsere Daten gesammelt und verkauft werden, wo geht. Und ja, auch du bist davon betroffen, egal wie vorsichtig du bist. Dieses Problem kann also nur noch größer werden, wenn KIs diese Daten noch effizienter sammeln und verarbeiten. Wenn immer das Thema KI auftritt, dann stellen sich auch ethische Fragen. Das wohl bekannteste Problem ist, wie ein autonomes Fahrzeug in einer Gefahrensituation priorisiert und wer am meisten in Gefahr gebracht wird. Oder gerade bei generierten Bildern, bei denen die KI quasi andere Bilder für seine Datenbasis nutzt. Hat der ursprüngliche Künstler bzw. Künstlerin jetzt ein Recht auf das geistige Eigentum? Über die moralisch-ethischen Fragen kann man Tage diskutieren. Deswegen schreibt eure Bedenken gerne in die Kommentare. Seit ChatGPT in aller Munde ist, tritt immer wieder die Frage auf, ist mein Job in Gefahr? Kurze Antwort, nein. Zumindest noch nicht. Aber es zwingt dich vermutlich zum neuen Lernen. Denn wie ihr heute hoffentlich erkannt habt, können diese Tools einige Prozesse im Arbeitsalltag erleichtern und sind somit vermutlich schon bald ein wichtiger Bestandteil von Bürojobs. Langfristig ist es denkbar, dass KI hier ganze Berufe abnimmt, aber noch gibt es keinen Grund zur Sorge. Auch Menschen im kreativen Bereich können sich solche Tools zu Nutzen machen, aber vom eigenen Erschaffen sind diese KIs ebenfalls noch weit entfernt.
Ich hoffe, ihr habt in diesem umfangreichen Video einiges gelernt und könnt jetzt KIs effizienter nutzen. Denkt dran, die entsprechende KI für euer Szenario zu wählen, dann die richtigen Informationen und Kontext zu liefern und euren Prozess regelmäßig zu optimieren. Immer up to date bleiben und einen bewussten Umgang mit der KI zu pflegen ist ebenso wichtig. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare, denn ich bin für heute wieder durch. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Ihr drückt auf Abo, dann sehen wir uns auch wieder. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.